Die Lufthansa hat im Corona-Jahr 2020 einen Rekordverlust verzeichnet. Grund ist ein dramatischer Einbruch bei der Nachfrage. Unter dem Strich stand nach Konzernangaben ein Minus von 6,7 Milliarden Euro. Das vergangene Jahr sei das herausforderndste in der Geschichte des Unternehmens gewesen, hieß es. Die Lufthansa ist die größte Fluggesellschaft Deutschlands. Die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe boten 2020 nur rund ein Drittel der Flüge im Vergleich zum Vorjahreswert an. Die Zahl der Fluggäste lag bei nur einem Viertel des Vorjahreswertes. Für das Jahr 2021 rechnet der Konzern mit neuerlichen Verlusten. Eine Auslastung von 90% dürfte es demnach erst wieder Mitte des Jahrzehnts geben.